Nachrichten. Ja, vor gut einem Jahr waren in Berlin Wahlen. Das Ergebnis war dann doch etwas knapp. Franziska Giffey ist Chefin geworden. Soweit erstmal keine Überraschung. Aber die Überraschung war dann der Wirtschaftssenator, denn er stand weder zur Wahl, ist weder Mitglied einer Partei. Aber dafür ist er jetzt hier, Stefan Schwarz. Hallo. Hallo, hier ist er, Klein. Hallo. Ja, wie groß war die Überraschung? Naja, die war bei mir selber genauso groß wie bei allen anderen auch, denn ich habe natürlich gar keine politische Karriere geplant und habe ja ein Unternehmen, was ich geführt habe mit meinem Bruder zusammen und habe mich auch ganz wohl damit gefühlt. Und dann bekam ich den Anruf von der regierenden Bürgermeisterin in Spe, die ja damals noch in den Koalitionsverhandlungen war. Wirklich erst da? Also ja. Wirklich erst nach der Wahl? Haben die vorher nicht schon mal so ein bisschen sondiert? Überhaupt nicht. Also ich habe einen Anruf bekommen aus dem Büro von Frau Giffey und das schlug dann bei mir im Büro auf und meine Sekretärin sagte mir dann erst abends, ja, da hat das Büro von Frau Giffey angerufen und die haben zwei Termine vorgeschlagen, aber da können Sie nicht, Herr Schwarz, ich habe abgesagt. Und das war so ziemlich genau vor einem Jahr, also es war im November und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht will sie was wissen zum Wirtschaftsthemen für die Koalitionsverhandlungen und habe dann natürlich doch dann den Termin möglich gemacht und war dann ziemlich überrascht, als sie mich dann auch sehr direkt gefragt hat, ob ich ihr Wirtschaftssenator werden möchte.